Wir sind weit, wir sind nicht so weit, wie man sehen kann, wie letztes Jahr. Es liegt daran, dass die ÖVB Arena für andere Veranstaltungen da war und für uns erst seit kurzem zur Verfügung steht. Aber ich garantiere, dass wir fertig sein werden. Also noch 2 Tage, aber die Jungs schaffen das schon. Abgesehen von dem Weltklasse-Sport, den wir auch gerade gehört haben, da freue ich mich sehr drauf. Wir haben das Fahrradfeld wieder erweitert. Sport wird immer wichtiger am Bremen. Man hat immer gesagt, das Einzige, was stört, sind die Radfahrer. Das ist nicht mehr wahr. Es wird immer unwahrer, wenn es das Wort überhaupt gibt, unwahr, als jemals zuvor. Abgesehen davon, die Show spielt eine große Rolle wie jedes Jahr. Ich bin sehr begeistert davon, dass wir Bibis Beauty Palace verpflichten konnten. Ich habe gehört, sobald sie angekündigt hat, dass sie hier auftritt, hatten wir 50.000 Zugriffe auf unser Ticketsystem. Natürlich haben wir Micky Krause wieder da, mein persönlicher Favorit, den mag ich persönlich auch sehr gerne. Und ja, Matthias Reim wird kommen, Extra Breit werden kommen, viele freuen sich darauf. Ticketpreise sind gleich geblieben, wie letztes Jahr auch. Der Zuspruch ist sehr gut. Wir haben bessere Verkaufszahlen als letztes Jahr. Jetzt insbesondere durch Bibis Beauty Palace noch weiter verbessern können. Ja, ich freue mich sehr auf Donnerstag. Viele Firmen freuen sich auch. Logen sind ausverkauft, was wir auch noch vorher nie hatten. Es kann weitergehen.